Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es mal ein 10-Arten-Video mit der lieben Reiterhof Grüntag. Wir machen nämlich 10 Arten von Pferden, also Eltern, im Homeschooling. Also in Eltern, nicht in Fohlen oder so. Sowas habe ich ähnliches mal mit Fohlen gemacht, nämlich mit der lieben Sunhorses. Grüße dich auch. Und wenn ihr mit mir auch eine Kooperation machen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare mit dem Hashtag Kooperation. Dann bin ich gerne bereit, mit euch eine Kooperation zu machen. Und ja, fangen wir an. Erstens das normale Elternteil. Okay. Mom, ich verstehe das hier nicht. Wir sollen uns hier ein Video angucken und diese Aufgaben bearbeiten. Und ich weiß nicht, was man hier tun soll. Okay, lass mich mal... Okay. Deutsch. Guck mal, sieh dir einfach das Video an und bearbeitet dazu die Aufgaben. Komm, wir schauen es mal zusammen. Nachdem sich Kind und Tochter, Elternteil und Tochter das Video angeguckt haben, siehst du, das musst du da machen. Ach so, okay. Oh ja. Okay, kann ich jetzt wieder gehen? Definitiv. Ich habe dir gerne geholfen. Zweitens, der zu viel erklärt, zu viel redet und sich selbst. Was muss man denn hier tun? Aufgabe 1, 2, 3, 4. Okay. Mathe. Dad, kannst du mir mal kurz helfen? Ich verstehe das nicht. Ja, wobei brauchst du denn meine Hilfe? In Mathe. Dein Ernst? Ja. Okay, was musst du da denn tun? Winkel. Aha, okay. Ja, das ist du. Nein. Warum? Wer liebt denn nicht Mathe? Eine kleine Fragerunde an euch. Mögt ihr Mathe oder nicht? Ich liebe Mathe über alles. Es ist das beste Fach. Mit Kunst und Deutsch. Englisch ist auch ganz gut. Aber Mathe. Schreibt, wenn ihr Mathe hasst, dann schreibt Hashtag ich hasse Mathe. Und wenn ihr Mathe liebt, dann Hashtag ich liebe Mathe. Ich liebe Mathe. Also, sieh mal, du musst das 10 Minuten später. Kannst du mal aufhören zu reden? Naja, guck mal, du musst das. Und hier zeichnest du dir noch was. Außerdem kannst du dir noch ein Video angucken. Verstehst du? Was? 20 Minuten später. Und ja, genau so machst du das. Hä? Was? Warum verstehst du das nicht? Weil du es mir so erklärt hast, vor allem 20 Minuten lang. An einer Aufgabe? Das kriegt man vielleicht in 10 Sekunden hin. Definitiv nicht. Wenn du mich dann aber nicht brauchst, dann gehe ich. Oh. Okay, tschüss. Ich brauche mein Bett. Jetzt. Sofort. Warum liegen da Knochen und Hundestock drin? Ist egal. Definitiv besser. Drittens, das Elternteil, das immer gleich sagt. So, mal gucken, was ich jetzt als Aufgabe aufhabe. Ah, ich habe es ja mir schon hingelegt. Wow, hätte ich nicht gedacht. Sehen, was dort steht. Chemie. Na gut, egal. Naja, eigentlich ist Chemie ganz toll. Ich liebe es sogar. Aber diese Aufgabe, ich verstehe es nicht. Okay, Ich verstehe es definitiv nicht. Mom, kommst du kurz? Mom! Ja, natürlich, mein Schätzchen. Aber jetzt nicht. Was? Kommst du jetzt oder nicht? Nein, gleich, okay? 5 Minuten. Okay. Lecker Kuchen. Diese 5 Minuten später. Es sind jetzt 5 Minuten vorbei. Mom. Warte noch eine Minute. Eine Minute? Sie sagte, eine Minute. Nicht mehr, nicht weniger. Na gut, weniger wäre toll, aber egal. Eine Minute ist vorbei. Mom, kommst du jetzt? Gib mir noch 2 Minuten. Mach doch deinen Schrott selber. Nach einer Stunde. Ach, jetzt bin ich fertig. Ich meine, ein paar Minuten waren es doch nur. Ich... Lebst du noch? Ich war noch gerade mal 5 Minuten weg. Also, dann halt nicht. War sie gerade da? Das ist mir zu blöd. Viertens, das Elternteil, das immer alles verlangt. So, jetzt endlich fertig mit den Aufgaben. Jetzt gönne ich mir eine Pause. Wohin willst du, junger Mann? Ich mache eine Pause. Ich habe schon viel zu viel durchgearbeitet. Das kannst du von mir behaupten. Hä? Ich arbeite viel, du aber nicht. Okay, mach jetzt trotzdem eine Pause. Mein lieber Sohn. So nicht. Was? Wir gehen jetzt schön erstmal lernen. Mal gucken, was du gemacht hast. Darf ich nicht noch ein bisschen? Nein. Warum denn nicht? Komm mal mit. Na, ich hasse es. Okay, das ist Englisch, ne? Mhm. Mach's mal sehen. Das ist falsch. Die erste Aufgabe falsch. Wie? Dort steht, dass man beschreiben soll, wie sein Tag abläuft. Nein, da steht was ganz anderes. Hä? Was? Nein.
Dort steht, dass man beschreiben soll, wie der Tag der Eltern ablaufen soll. Hä? Dort steht, ach egal. So, zweite Aufgabe. Auch falsch. Was? Dort steht, schreibe, I'm going to future. Was? I'm going to sing a song. Ich werde einen Song singen. Also ein Lied. Ja, und das ist was ganz anderes geschrieben. Dritte Aufgabe. Auch verkackt. Mann, was lernst du überhaupt? Warte mal. Naja, ich denke, dass ich jetzt gehen kann. Oder doch. So, das machst du jetzt. Guckst du dir dieses Video an und bearbeitest danach mein selbstgemachtes Arbeitsblatt. Hast du mich verstanden? Ja, definitiv. Dann ist ja gut. Und das Elternteil, das immer sagt, ich war besser. Ja, mir fallen langsam keine mehr ein. Ich weiß. Da kommen auch noch schon mal zu komischen Arten, ne? Ja. Schreiben, schreiben, schreiben und ich werde... Ich denke, ich bin fertig. Na, was machst du denn da schön? Ich mache Schule. Mhm. Eine Aufgabe verstehe ich aber nicht. Welche denn? Lass mal her. Aufgabe 4, oder? Ja, das ist doch ganz einfach. Lies dir einfach durch, was im Text steht. Da ist aber kein Text, doch. Auf der Rückseite. Oh, ja. Du hättest besser lesen sollen. Aber, nichts. Aber, okay. Ja, definitiv. Wo ist die Treppe? Vor deiner Dummheit ist sie zu Boden gefallen. Warum? 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 Sagen. Am besten würde ich jetzt sagen, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Aber ich bin ja nicht in der Dschungelshow. Lieben Freunde, ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Gebt doch gerne ein Like oder ein Abo. Und ja, ich wollte einmal sagen, dass mein Hof... Wow, er ist unaufgebaut. Ich musste den ganzen nämlich abräumen, also den Hof. Und jetzt fädel ich mir was Neues zusammen. Vielleicht wird auch danach, nach dem Video, ein Livestream kommen. Vielleicht, das weiß ich aber nicht. Vielleicht mache ich auch ein Hofumbau-Video. Ich wollte aber noch eine Serie drehen. Die heißt dann 9, also 9. Und die wird schon ganz schön spannend sein. Ich habe eigentlich keine Lust, die durch die Überarbeitungs-App zu rallen. Muss ich wahrscheinlich aber tun. Und ja, deswegen... Ich wollte sie auch nicht in mehrere Teile unterteilen, aber muss ich wahrscheinlich tun. Aber ja, definitiv wollte ich jetzt auch nicht so lange reden, da die Updates, Uploads-Zeit sehr lange dauert. Und deswegen sage ich schön, like doch gerne das Video oder abonniert. Tschüss!